Willkommen zurück, liebe Zuschauer, zu einer weiteren Runde Let's Play Zack McCracken NDA in meinem Menders. Und dieses Mal sind wir auf dem Mars. Mit diesen beiden Damen hier, Herren wollte ich schon fast sagen. So, und wir wollen erstmal gucken, was haben sie denn in ihrem Raumschiff, das so aussieht wie ein Wohnwagen. Ja, schauen wir mal. So, so sieht das Ganze aus der Ego-Perspektive aus, ist auch ganz nett. So, schauen wir mal, was sie da drin haben. I love Mars. So, da sind zwei Cashcards, warum auch immer, und eine Sicherung. Aber bevor wir das machen, ja, was ich jetzt getan habe, toll. Und hier haben wir noch eine Dart-Kassette. Warte mal ganz kurz, können wir die so abspielen? Ich kann das nicht. Du sollst es auch einschalten. Funktioniert nicht. Ah, weil die Sicherung draußen ist, ist ja klar. So, nochmal. Hui, affenscharfer Sound. Razer ist absolut gut drauf. Alles andere ist dagegen Lärmschrott. Ja, Razer, die kennen wir schon bereits aus Maniac Mansion. Und was passiert? Ach so, ja. Der Gefangene sollte inzwischen den Verstand verloren haben. Yeah, baby. Und da steht auch schon. Sie dürfen jetzt gehen, Sie Hampelmann. So, okay, wir sind jetzt wieder Zack, aber ich wollte eigentlich wieder zurück zu Leslie. Also wie gesagt, Razer kennen wir schon aus Maniac Mansion. Und ja, das ist eins ihrer Songs sozusagen. So, nochmal die Sicherung rausnehmen und den Rekorder. Ohne mich, Minister würde mich umbringen. Ah ja, da war ja was. Diese Kleinigkeiten, genau. Bestimmte Charaktere können auch nur bestimmte Sachen tun, andere wiederum nicht. Warum auch immer. So, in dem Fall ist es Melissa, die das ja mitnehmen kann, weil sonst, wenn Nessie das tun würde, dann wäre sie ein Kopf kürzer. Oder würde Melissa ihr einen Kopf kürzer machen. So, gucken wir mal, wem gehört was. Das gehört also Melissa, okay. 1138 Dollar, mal wieder die Anspielung auf THX 1138. Hört ja niemals auf hier. So, was auch noch wichtig ist, das kann ich euch auch noch mal kurz zeigen. Wir haben hier einen Sauerstoffhahn. Wenn wir den benutzen. Nun ist mein Sauerstofftank voll. Ja, wir haben nämlich eine begrenzte Kapazität an Sauerstoff. Das können wir nämlich anhand des Helmes ablesen, und zwar hier. Hier steht 59 Minuten Sauerstoff übrig. Diese 59 Minuten sind halt Echtzeit. Das heißt, wir haben tatsächlich Sauerstoff für eine knappe halbe, also für eine knappe Stunde. So, nur als Hinweis. So, und was haben wir hier? Mehrere außerirdische Sprachen. Aha, hier ist Deutsch. Was für ein Zufall. Willkommen, Weltraumfahrer. Viel Spaß in unserer freundlichen Jugendherberge. Kaugummi streng verboten. Geil. So, okay. So, und hier sind noch ein paar interessante Instrumente hier. Und da ist noch ein Schild. Sei kein Weltraumtrottel, trage immer deinen Weltraumanzug. Eine Erinnerung der Herbergsleitung. Vielen Dank. So. Dann, achso, was ich noch machen sollte. Was ist denn das? Für ein komisches Monolith, okay. Marsverkehrsverbund, eine Fahrt 100 Dollar. Boah, wie kackdreist! So teuer, na gut. Okay, so, dann tun wir unsere Cashcard rein. Eine Münze? Die nehmen wir einfach mal mit. Okay, dann können wir auch gleich nochmal Melissa dazu holen. So. Und die liebenswerte Leslie. So, und dann schnell einmal die Münze drin. Und schon, aha. Sieht nach einem Sicherungskasten aus. Und die Sicherung ist ausgebrannt. Okay. Zerfiel einfach so zu Staub. Wie blöd. Aber wir haben noch die Sicherung vom Wagen mitgenommen. Das tun wir einfach mal rein. Das sollte helfen. Auch meine Nase, ich bin immer noch erkältet. Also mal gucken, dann sollte es hier alles funktionieren. Yeah, baby. Und jetzt hier darauf drücken. Sehr cool.
Das Schöne ist dabei, jetzt ist Sauerstoff vorhanden. Das heißt, wir können nämlich die Helme abnehmen und das sieht dann folgendermaßen aus. Das Coole an Leslie ist übrigens, wir können sie nochmal ihr den Helm überziehen. Es verändert sich bei ihr immer die Haarfarbe. Das ist so eine Art Gag, weil ich weiß nicht, von wessen Ex das jetzt war, aber ein Lucasfilm Games Mitarbeiter hat auf jeden Fall diese Figur so mit eingebaut, weil seine Ex-Freundin sich auch ständig die Haare gefärbt hat. Nur so als kleine Randnotiz. So. Aber ich weiß jetzt nicht, ob das Ron Gilbert war oder. Ich bin mir nicht so sicher. Okay. So, da haben wir einmal ein Klebeband. Und was ist das hier? Na, gucken wir mal. Wir bringen erstmal Melissa auch noch mit rein. Die soll auch mal den Helm abnehmen. Und gucken wir mal ganz kurz. Beide sehen sich relativ ähnlich aus, bis auf die Haare. Könnten sie verwandt sein in gewisser Weise? Keine Ahnung. Es sollen ja Freundinnen sein. Egal. Okay, gucken wir mal, was unter der Bettdecke liegt. Ich weiß zwar nicht, was unter der Decke ist, aber ich glaube, ich riskiere einen Blick. Oh, nur ein Besen mit Augen. Was? Augen? Es ist ein totes Alienwesen! Hilfe! Ich will hier weg! Es wird uns bestimmt fressen! Tut sie aber nichts. Naja, dann nehmen wir es doch einfach mit. Na, tue ich halt so, als sei es ein Besen. Genau. So, jetzt haben wir auch noch hier so ein Klebeband mit dabei. Das heißt, wir könnten das Klebeband benutzen mit der Datenkassette. Diskette, ja, genau. Toll, nun kann ich darauf aufnehmen. Jupp, das können wir jetzt machen. Und ich gebe das jetzt mal der Melissa. Hallo, Spiel. So, jetzt hat sie das. Das gucken wir mal. Jetzt können wir das auch reintun. Das Coole ist, wir können jetzt nämlich. Warte mal. Wir können jetzt nämlich aufnehmen und so weiter. Das können wir nochmal machen, aber. Ne, das wollte ich nicht. Das wird später nützlich sein. Hätten wir vorher das Klebeband nicht drauf gemacht, dann hätte sie gesagt, nee, das kann ich nicht überspielen und so. Warum auch immer. Okay, gucken wir mal, was im Schrank drin ist. Ein Benzinkanister. Okay. Was hat es damit auf sich? Nur für Kettensägen. Aha. Wenn wir es mitnehmen? Den brauche ich nicht. Der ist für ein anderes Spiel gedacht. Grins, ja, das ist nämlich die Auflösung dahinter. Das ist nämlich der Benzinkanister, der benötigt wird für die Kettensäge aus Maniac Mansion. Haha, großer Schenkelklopfer. So, okay, so viel dazu. Und was heißt hier drinne? Oh, eine Taschenlampe. Okay, ich würde mal sagen, die nimmt Leslie mal mit. Jups. Okay. Gut, dann sind wir soweit auch ausgerüstet. Und dann können wir auch wieder nach draußen gehen, ne? Jo. Also einmal auf den Knopf drücken. Moment. Dann den Helm überziehen. Ist ja klar. Draußen gibt es keinen Sauerstoff. So. Dann nochmal drauf. Und jetzt ab nach draußen mit euch beiden. So, und bevor wir dann weitergehen, erstmal wieder Sauerstoff tanken. So, einmal bei dir und dann bei dir noch einmal, vorsichtshalber. Wer weiß, wie lange wir uns da aufhalten werden. Okay, gut. Ach, da fällt mir noch was ein. Wir haben was vergessen, Leute. Wir haben was vergessen. Noch, Mensch. Da gibt's doch noch etwas, was wir mitnehmen sollten, ne? Sonst kommen wir hier nicht weiter. Aber wir haben noch genügend Sauerstoff. So, warte mal. Ich will es ja nicht ziehen. Ja,
Oh, was passiert jetzt? Oh nein, jetzt ist hier keine Luft mehr. Warte mal. Moment. Was passiert jetzt? Das habe ich ja noch nie so gemacht. Aber egal, okay. Wir wollten sowieso noch mal schnell was besorgen. Und zwar die Leiter. Die brauchen wir noch. Huiuiuiui. Ich hoffe, das Ding fliegt nicht in die Luft oder so. So, Dele. Also es ist nichts passiert, nicht so wie bei Menschen, dass es theoretisch alles in die Luft gehen könnte. So. Jetzt folgendes. Jetzt wird es wieder interessant. Ihr erinnert euch noch bestimmt an diesen Ritual, den wir in Afrika gesehen haben, in Zaire. So. Das kommt nicht von ungefähr, das Ganze, denn wir müssen jetzt hier da schon eine Kombination eingeben, um diese Tür öffnen zu können. So, und deswegen gehe ich einmal mit Melissa hier nach oben und Leslie bleibt hier unten. Und jetzt wollen wir mal probieren, wie das war. Also, ich meine, so einmal, dann so. Dann so. Und dann zweimal so. Und dann einmal so. Ja, so war das, genau. Sehr schön. Das haben wir uns merken können. So, Lele. Jetzt holen wir Leslie auch nochmal rein. Und dann wollen wir doch mal gleich diese Tür hier öffnen. Das ist ja auch so ein großes Ding, ne? Also Riesenhalle. Ich kann es euch mal kurz zeigen. Sehr riesig. So. Okay. Da haben wir noch einiges vor uns. So, und dann wollen wir doch mal gucken, wie das hier funktioniert. Da sehen wir diesen komischen Kristall da oben. Und ja, wir könnten noch mal nebenbei den Rekorder anmachen. Und mal schauen. Oh. Wow, affenstarker Sound. Diese alten Aliens hätten's, also hatten's voll, wirklich voll drauf, Mann. So. Gut. Jetzt gehen wir mal mit Leslie rein. Ich schalte Morphosis, habe die Taschenlampe ein. Wer weiß, wer weiß. So. Das ist auch so ein Labyrinth, aber das ist dieses Mal so ein ja, ein Labyrinth, was von vornherein so erstellt wurde. Also von daher muss man sich gut vormerken, wo man hinlaufen muss. Sonst kann es leicht passieren, dass man sich hier verläuft. Und während ich versuche, mich hier zu orientieren, kann ich euch noch ein bisschen was erzählen. Und zwar, wir hatten doch den Guru besucht. Oh, da wollte ich auch hin. Sehr schön. Dann schalten wir es jetzt mal ein. Was es damit auf sich hat, folgendermaßen, wenn wir jetzt das Instrument mal lesen. Die Temperatur ist viel zu kalt und der Luftdruck ist gefährlich. Wir können tatsächlich hier das Klima beeinflussen mit diesem Gerät. Und wenn die Zeiger alle im grünen Bereich sind, dann die Temperatur ist gerade richtig und der Luftdruck ist angenehm. Wir können jetzt die Helme abnehmen. Zack. Und jetzt hat sie rote Haare. Cool. So, das gleiche machen wir auch mit Melissa. Hallo. So. Das gilt allerdings nur für, sag schon, für die große Halle, wo wir gerade uns aufhalten. Also in dem Kopf, wo wir gerade drin stecken, sozusagen. So. Wenn wir jetzt den Kopf verlassen würden, dann würden wir ohne Helm ersticken. Nur als kleine Randnotiz. So, das wäre einmal das. Das wollten wir einmal machen. Aber ich suche noch was anderes, ganz Wichtiges, was uns
was wir auf jeden Fall dringend brauchen. Aber es kann sein, dass ich mich jetzt die ganze Zeit verlaufen werde. Ja, das sieht danach aus. Aber naja, dann kann ich wenigstens nebenbei was euch noch erzählen. Und zwar wegen dem Guru. Er hatte ja gesagt, wir hätten gutes Karma und machten uns diese Seance oder was das gewesen ist, ne? Also von wegen, wo wir dann wissen, wie wir mit dem blauen Kristall umgehen sollen. Hätten wir vorher das Feuer gelegt, bevor wir reingegangen sind und mit dem Guru gesprochen hätten, dann, ja, dann hätte er zu uns gesagt, ne, deine Seele muss erstmal gereinigt werden oder du musst erstmal warten, bis dieses schlechte Karma dann weg ist. Und wir hätten dann so lange warten müssen, bis dann das Feuer ausgegangen wäre. Deswegen habe ich erst nach dem Treffen das Feuer gelegt, weil ansonsten hätten wir noch warten müssen, bevor der Guru mit uns diese Seance gemacht hätte. Das nur als kleine Info. Und was auch fies ist, dieser Gefängniswärter, wollte ich was sagen, hätte uns theoretisch, wenn er das Feuer gelöscht hätte und uns noch bemerkt hätte, hätte er uns dann eingesperrt, weil wir in dem Moment auch den Fahnenmast geklaut haben. Weil das ist ja natürlich Diebstahl und das wird natürlich nicht so gerne gesehen und so. Und ja, dann hätte er uns eingesperrt. Wir hätten theoretisch auch, wir hätten das dann so machen müssen, dass also wir hätten es dann so machen müssen, dass wir mit Annie ihn hätten retten müssen, den Zack. Hätten wir es aber versemmelt, wir wären auch eingesperrt geworden mit Annie. Also Annie und Zack wären dann im Gefängnis. Dann wäre das Spiel auch schon vorbei. Game over, man. Game over. So. Ah, ich laufe hier im Kreis herum. Genau, da waren wir vorhin. Ich weiß ungefähr, wo ich hin muss. Ungefähr. Aber da wollte ich hin, genau. Oh, einmal die Weltkarte. Eine uralte Karte von der Erde. Cool. Und die Sphinx. Das ist doch die ägyptische Sphinx. Richtig. Und was haben wir da? Eine seltsame Zeichnung. Gut, das müssen wir uns merken. Das ist ganz wichtig. Die Zeichnung spielt noch eine ganz wichtige Rolle später. Gut, ich habe genug gesehen. Danke. So, und jetzt zurück zu Melissa. Bei einem der großen Statuen war ja auch noch was eingekritzelt gewesen. Da gucke ich einfach nochmal nach. Oh, so. Aha. Auch so eine Zeichnung. Auch nicht unwichtig. So. Und oh. Der Sockel ist anscheinend kaputt. Gut. Aber wir haben hier eine Aufnahme gemacht. Mal gucken, ob es damit funktioniert. It's magic. Sehr schön. So. Hier ist es übrigens nicht so schlimm, da gibt es nur diesen einen Gang. Genau. Und schon wären wir hier. Und was haben wir da? Ein Ankh. Das Zeichen des Lebens. Sehr schön. Dann wieder zurück. Sodele. Dasselbe Spiel auch hier. Ach. Tü, auch genauso wie beim anderen Gang, dasselbe Spiel. Aha. So, und hier haben wir auch das Rätsels Lösung, wofür das angedacht ist. So, jetzt haben wir hier noch zwei Schlüssel. Gucken wir mal. Hoppla, der zerfiel glatt zu Staub. Das ist natürlich nicht so schön. Ob es hier einen Schlüsseldienst gibt? Vielleicht auch nicht.
Eine goldene Schlüssel können wir einstecken. Sehr schön. Und was ist das für eine Apparatur? Kleine Vorwarnung, es wird ein bisschen laut werden. So. Schön die Ohren zuhalten. Ah, ja. Jetzt geht's. Guten Tag. Unser Volk verließ diese Dimension vor etwa 50 Jahrtausenden. Wir Skolarianer waren eure Wächter. Wir wussten von den Carboniern und unternahmen alles, um euch zu schützen. Sie wollen die Erde mit ihren tödlichen Maschinen unterwerfen. Wir sandten euch diese seltsamen Träume. Ihr müsst unser Gerät zusammenbauen, um den karponischen Angriff zu stoppen. Mit diesen Schlüsseln kommt ihr an den weißen Kristall. Beeilt euch, bevor sie euch stoppen. Ja, genau, das ist nämlich der weiße Kristall, den wir auch im Traum gesehen haben, der für die Maschine gebraucht wird. So. Gut. Ich würde mal sagen, wir switchen mal zu Zack zurück. Denn wir haben soweit alles erforscht, was wir erforschen konnten. Und ich mache hier auch erstmal wieder Schluss für heute. Und ich hoffe, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao, wie, wowie.